Ja, servus Leute, willkommen zu einem neuen Video von einem Smokebuster-Team. Schöne Grüße aus Oberfranken. Wie ihr sehen könnt, sind wir wieder im Kluckertempel für euch am Start. Und ja, um was es heute geht, das seht ihr gleich. Gleich mal im Voraus, mir sind heute zwei Malheure passiert, aber die werdet ihr später sehen, also dranbleiben, bis gleich. Ja, genau, wie erwähnt, ist mir ein kleines Malheur passiert, gerade eben vor 5 Minuten. Ich zeig's euch, ich weine gleich. Mir ist mein Glasmundstück runtergefallen. Naja, verkraftbar. Solange es nicht mein Magic-Glas-Schlauch ist, ist alles gut. Und ja, um welchen Tabak es für euch heute geht, und zwar geht es um den Genie da Bomb. Und ja, da ist mir mein zweites Missgeschick passiert. Ich zeig's euch gleich mal, das ist eigentlich ziemlich lustig, aber... Ja, genau, um zur OVP zu kommen, ihr kennt es von Genie, einfach ziemlich schlecht gehaltene weiße Dose, die ziemlich hoch ist, was ich persönlich sehr gut finde. Die ist zwar nur bis zur Hälfte gefüllt, man könnte denken, die bescheißen ein, aber es sind wirklich 200 Gramm, aber ich finde es da zum Umrühren etc. geil, da fällt kein Tabak raus, es sifft keine Molasse raus, finde ich richtig gut gemacht. Was ist abgebildet? Nichts, es steht nur Genie da und da Bomb, kann man sich wie immer sehr viel drunter vorstellen. Und ja, kommen wir gleich mal zum Schnitt von den Ganzen. Jetzt mein zweites Malheur. Nicht wundern, der Tabak ist, wie man sehen kann, grün. Nein, so sollte das nicht ausschauen. Es sollte so ausschauen. Das ist jetzt der Blue Rust von Genie. Und ja, der Schnitt ist, wie ihr sehen könnt, wie ihr gewohnt seid von Genie, sehr, sehr fein. Finde ich persönlich sehr gut, ist eigentlich für alle Setups geeignet. Und... ja, Molasse ist auch sehr gut eingezogen, ist man von Genie gewohnt, ist eine unserer Lieblingstabaksorten. Und ja, warum der Tabak grün ist, das ist mein Verschulden. Ich habe mir eine Pfeife gemacht mit Lebensmittelfarbe, mit grüner Lebensmittelfarbe. Habe mit dem Stäbchen eingetaucht in die Lebensmittelfarbe, habe in meine Bowl verteilt und weiß nicht, war ich irgendwie gerade voll, eigentlich nicht, aber habe dann mit demselben Stäbchen, ohne die Lebensmittelfarbe abzuwischen, den Tabak umgerührt, auf einmal ich so, scheiße, was ist denn jetzt passiert? War schon zu spät. Ich meine, ich habe mal gesagt, scheiße, das magst du jetzt, aber Lebensmittelfarbe, die wird zum Backen benutzt, geht auch über 200 Grad beim Backen manchmal, weil die Kohlen sind jetzt 300, 400 Grad, sowas, deswegen, wir haben den schon ein paar Mal geraucht, seitdem er grün ist, also am Geschmack oder sowas hat es nichts verändert, es sieht halt einfach nur verdammt komisch aus. Ja. Wenn man Virginia Tabak gewohnt ist, der braun ist, und auf einmal hat man grünen Tabak. Ist jetzt ein bisschen ärgerlich, aber es ist so. Es ändert nichts am Geschmack etc. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir gleich mal zum Geruch von dem Ganzen. Ja genau, also die Kohlen sind jetzt mittlerweile auch durch. Ich hau die jetzt schnell mal auf den Kopf. Währenddessen raucht der Juli kurzzeitig mal gar nicht, sage ich was zum Geruch. Und dann rauchen wir einfach die Pfeife während des Videos ein bisschen an für euch. Genau, wir haben uns einfach gedacht, wir wollen heute euch mal alles zeigen von Kopfbau, den wir werdet ihr dann auch separat nochmal sehen, welches Setup durchgehe, bis hin zum Anrauchen. Haben sich ja einige von unseren Abonnenten gewünscht, wie wir das Ganze immer anrauchen und so weiter und so fort, was wir da beachten. Wollen wir euch eben mal zeigen, wie wir das Ganze immer machen. Und ja. Ja, genau, was soll das Ganze sein? Unter der Bomb kann man sich nichts vorstellen. Das soll eine Zitrusnote sein mit Mandel und Amaretto. Also klingt schon mal ziemlich lecker. Und jetzt riechen wir mal den Spaß. Der Geruch ist richtig geil. Also, ja, man riecht auf jeden Fall so eine Alkoholnote raus. Diese Amaretto-Note ist wirklich mega gut. Dann kommt eine so Mandelnote entgegen. Eigentlich Mandeln riechen ja nichts, außer diese werden geröstet. Aber es riecht auf jeden Fall nach so einer, ja, nach so einer Nussfrucht oder so. So. Ja, einfach nach Mandel. Das riecht einfach nur geil. Und ja, so eine Zitrusnote kommt noch rüber. Und ich könnte mich da echt reinlegen. Es riecht richtig, richtig, richtig gut, also macht richtig Spaß zum Rauchen. Ja, also mein Fazit zum Geruch. Ich kann mich da an Sascha 1:1 anschließen. Es riecht wirklich mega geil. Ist mal was anderes, diese Amaretto-Note bzw. Alkohol-Note finde ich auch, ist sehr, sehr gut getroffen. Und ja, ich finde auch diese Mandelnote riecht man auch speziell sehr, sehr gut raus. Also vom Geruch alleine her ist es wirklich schon mal ein richtiges Brett, also macht richtig Lust aufs Rauchen. Genau, also wir haben jetzt den Tabak, ja, sagen wir mal 2-3 Minuten jetzt leicht angeraucht, brennt schon ein bisschen. Ich würde aber nichtsdestotrotz sagen, dass wir die ganze Pfeife jetzt mal richtig zum Rauchen bringen und dann werden wir den Geschmack beschreiben und das Fazit eben dazu bringen. Deswegen würde ich sagen, rauchen wir das Ganze jetzt an und sehen uns gleich wieder.
Ja, das haben wir wieder. Wir haben jetzt den Kopf angeraucht, ungefähr 10 bis 15 Minuten, weil ihr wisst ja, unsere Meinung nach 10 bis 15 Minuten ändert sich manchmal der Geschmack noch ein bisschen und da ist einfach der Tabak unserer Meinung nach voll da. Deswegen rauchen wir den meistens 10 bis 15 Minuten an, bevor wir das Video machen. Ja, kommen wir schnell zum Setup. Wie ihr sehen könnt, rauchen wir auf dem Yugi seiner Diamond Hooker mit dem Diamond Molassefänger, mit dem Spider Tonkopf und Aufsatz. Wie wir den Kopf vorgemacht haben, blenden wir gleich mal ein kleines Video ein. Und wir rauchen jetzt mit 3 Black Coca-Cola und dem Standardschlauch von Diamond, ja. Diamond, da mir meiner vorhin zu Bruch gegangen ist. Ja, rauchtechnisch kurz, braucht mir nichts dazu sagen. Voll da. Nebelmaschine, ich sehe euch schon wieder nicht mehr, also Chini raucht wie die Sau. Da kann man sich null beschweren. Hitzeverträglich ist das Ganze auch, trotz des recht feinen Schnitts, muss ich sagen. Also das ist auch wirklich sehr, sehr positiv. Und ja, zum Geschmack von den Ganzen, gleich mal ein Vorab. Wir haben in der Shisha-Messe in Frankfurt, waren wir da vorhin in der Bar gehabt und wollten einfach mal den Social Smoke Voltage probieren. Das ist ja quasi genau dasselbe. Nur eben, dass der Preis das Doppelte kostet, also Genie 16,90, Social Smoke 32,90. Ja, haben wir den ganzen geraucht, das Ganze geraucht und ich muss sagen, dieser Voltage hat mich jetzt nicht umgehauen. Ganz im Gegenteil zu dem Genie. Der Genie schmeckt eigentlich 1:1 wie der Geruch, also da ist irgendwie die Intensität genau gleich wie der Geruch, genauso intensiv, genauso lecker. Man hat eine schöne Amaretto-Note, gepaart mit so einer Mandelnote und ich finde auch diese Alkoholnote schmeckt man auch sehr, sehr gut raus. Also ich, klar, also diese Alkoholnote an sich kann man jetzt sehr, sehr schwer nur treffen, aber so einen, ja, so einen Ticken Alkohol an sich hat das Ganze auf jeden Fall und schmeckt mega lecker. Also für mich gibt es eine ganz klare Kaufempfehlung und Sascha hat sich mit dem Tabak auf jeden Fall nichts Falsches gekauft und ich denke, wir werden uns da auf jeden Fall auch nochmal 2, 3, 4, 10 Döschen holen. Ja, jetzt komme ich zum Geschmack. Ihr seht, ihr habt schon mitbekommen, ich finde diesen Tabak einfach nur affengeil. Also wirklich, das ist ein richtiges Brett. Wir hatten ja von Tini schon den Lemon Fresh, der war schon richtig, richtig gut. Der Rust war auch richtig gut und jetzt dieser der Bomb ohne Scheiß. Das ist ein richtiges Brett. Er schmeckt einfach nach Zitrone, war da was Spritziges drinnen, mit so einer Mandelnote abgerundet und die Amaretto-Note ist wirklich voll da. Also es schmeckt, ist echt was Besonderes, so eine Amaretto-Alkoholnote. Ey, ohne Scheiß, der Tabak ist so gut. Ich werde mir mindestens noch 2, 3 Dosen holen. Ich habe auch auf Rock im Park habe ich den Kopf geraucht. Bin damit auch mit meiner kleinen P33 durch die Gegend gelaufen. Habe ein paar Leute probieren lassen. Ich so, ey, das ist richtig, richtig geil. Welcher Tabak ist das? Ich kaufe mir den. Also der ist echt ein richtiges Brett. Also der ist für Winter was, für Sommer. Der ist einfach für immer was. Also für 16,90 Euro mittleres bis etwas höheres Preisbereich. Aber der Tabak ist echt jeden Cent wert. Der ist auf so gut. Jeden Fall, ja. Muss noch mal ziehen. Der ist einfach nur affengeil. Ich habe das Ganze... da das eine reine Zitrusnote ist und ich mag so Zitruskuchen ganz geil, habe ich den mit dem Start No Joker mal gemischt und dann war das ja noch geiler. Also es war wirklich eine Zitrusnote mit Zitruskuchen, diese Amaretto-Note, diese Mandelnote, das war richtig geil. Also ich glaube, den Tabak kann man mit allem mischen. Wenn man so eine Amaretto-Note mit dabei hat, ist eigentlich immer ganz geil. Vor allem, weil auch so intensiv ist. Ja, der ist wirklich richtig intensiv. Also das ist einer der wenigen Tabaksorten, wo der Geschmack wirklich sehr nah an den Geruch kommt. Also ich finde sogar fast 1:1. 1:1 eigentlich. Also das ist wirklich... Also wenn ihr den seht, kauft ihn euch, der ist richtig geil. Also wer ich weiß nicht, wem der Tabak nicht schmecken soll, also der ist echt gut. Sagen wir mal so, wer die alte Produktion vom Social Smoke Voltage geliebt hat, bis 2015 circa. Der ist gut, wer hat auch gesagt, kauft ihn euch, der ist geil, der ist richtig gut. Ja, wir sind jetzt ein bisschen spät dran mit dem Dabomb, der ist jetzt schon etwas länger mit auf dem Markt. Wir haben das Video auch schon mal gedreht, muss ich dazu sagen. Nur mir hat es die Festplatte zerschmiert und da war das Video weg. Jetzt haben wir das ein bisschen schleifen lassen, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, haben wir euch den Tabak etwas näher gebracht. Ja. Unser Fazit wisst ihr. Wir sollen auf jeden Fall noch von Tobi ausrichten. Sollen wir unbedingt sagen, dass der den Tabak auch richtig geil findet. Also von uns dreien gibt es eine klipp und klare Kaufempfehlung. Auf jeden Fall, ja. Wenn ihr rankommt, den seht, kauft ihn euch, könnt ihr echt nichts falsch machen. Also allgemein mit Genie, den Blue haben wir jetzt auch schon mal Probe geraucht, hat ein Kumpel von mir. Ich habe jetzt noch echt noch keine einzige Sorte von Genie Cup, die war's ja eigentlich schon fast. Also, den Watermelon Fresh oder wie heißt Waterfresh, ja. Waterfresh, den wollen wir auch noch zulegen. Da war ja der von 7 Days schon ein richtiges Brett. Vielleicht toppt ihr den ja noch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Genie ist eine richtig gute Marke, kann ich nur weiterempfehlen. Ja, dann wär's es von unserer Seite.
Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich wie immer Daumen nach oben da lassen. Aber wäre auch cool. Und ja, dann würde ich sagen, Sascha und ich rauchen die Pfeife auf jeden Fall gar bis zum Todesende gar fertig. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Euer Smogbuster-Team, der Sascha und ich sind raus. Haut rein, macht's gut und Servus.